Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch eine Karte machen und zwar eine passende zu der Tüte, die ich mit euch gewerkelt habe. Und da habe ich diese Stanze verwendet für den Umschlag. Die habe ich schon fertig, weil ich die unbedingt ausprobieren wollte. Das ist so ein kleiner schmaler Umschlag. Ich wollte erst das größere haben. Oder andersrum, ich dachte, die größere wäre für die A5, aber die passt da nicht rein. Und dann musste ich mir die kleine nehmen. Die wurde dann ausgetauscht von der lieben Bernadette. Und für diesen Umschlag habe ich jetzt eine Karte. Und die Karte ist dann passend zu der Geschenktüte. Zu der hier, die wir gemacht haben. Genau. Und dazu machen wir jetzt eine passende Karte. Ich habe mir schwarzen Cardstock genommen, zugeschnitten auf 16 x 15,5. Auf der 16 cm Seite habe ich sie bei 8 cm gefalzt. Und dann haben wir die kleine Karte hier rausbekommen. Ich habe jetzt eine schwarze Karte hier, die ich genommen habe. Als Grundkarte. Jetzt habe ich mir so ein kleines Stückchen Papier aus meinen Resten rausgesucht und quasi ja an den Seiten lang gerissen, quer krumm. Jetzt möchte ich die Schrift stempeln in weiß wie auch bei der Tüte. War ich wieder nicht so gut vorbereitet. Dann haben wir einen Acrylblock ganz weit weggeräumt. So. Einmal bestempeln. Mit dieser schönen Schrift. So, das kann erstmal trocknen, das lege ich beiseite. Stempelkissen zumachen. So, dann muss ich aus der Wellpappe mir die Kreischen ausstanzen. Ich nehme hier mal auch 3 Stück. Ich weiß aber nicht, ob ich alle verwende. So, dann habe ich hier auch meine Kordel. Soll hier zu der Tüte passen. Aber möchte doch etwas anders da arbeiten. Und zwar möchte ich da einen anderen Spruch verwenden, eventuell. Aber ich guck mal, vielleicht bleibt sie auch schlicht ohne Spruch, ohne irgendwas. Dazu brauche ich dann auch noch mal mein Forest Moose. Weiße Farbe, ich nehme jetzt mal Stempel in weiß, mein Acrylblock, mein Pinsel, Kleber und das alles habe ich hier. Ich habe auch schon ausgestanzte hier die Reste noch von dem anderen Papier. Ich glaube, das passt hier nicht ganz drauf, aber ich habe gedacht, dass ich das einfach mal so mache. So. Dann habe ich noch eine Hälfte über und dann kommt das hier drauf. Das klebe ich auch direkt. Damit das auch so bleibt, wie ich das haben möchte.
So. Hier drauf wollte ich dann dieses Papier. Dann habe ich noch dieses schöne Stück. Und ich habe noch ein Grün. Dann habe ich hier lauter Tags. Wisst ihr, was ich meine? Das möchte ich eigentlich nicht so gerne haben, dass ich hier lauter Tags habe. Deshalb, ich schneide mir das hier mal gerade ab. Zack. Naja, gerade ist was anderes. So. Und reiß mir das auch so zurecht. So. Ich wollte dieses Papierstück ja hier noch haben. So. Dann soll das. Hier unten muss ich das auch mal gerade schneiden, sonst passt das hier alles irgendwie gar nicht. So, das werde ich wahrscheinlich hier mit drauf machen und diesen Tag vielleicht hier. Ja, dann verdecke ich meine ganze schöne Schrift. So. Vielleicht mache ich das so, ihr Lieben. Ist ja auch blöd. So. So, das kommt auf alle Fälle hier drauf. Und dann habe ich gedacht, dass wir das hier hinterklemmen, so zur Hälfte. So, dann habe ich hier ja die Kreise. Dann nehme ich wieder meinen Tacker. Der leer ist. Super, super. Einmal füllen. Tacke ich das hier mal drauf. So. So. So, dann habe ich hier noch ein schwarzes Stück. Und hier mache ich jetzt die Kordel drum. Und hier drauf.
nicht, vielleicht verstecke ich hier noch mal so einen Kreis. Da oben her. Aber ohne diesen Heftklemmen. Dass es sich einfach widerspiegelt mit der Tüte. So. Jetzt diesen Check. Und der kommt hier drauf. Habe ich da wieder mit dem Finger raufgepoppt. So. So, jetzt hatte ich, glaube ich, den Kleber weg. Und das war es auch schon. Da ist auf der Tüte jetzt auch nicht mehr viel drauf gewesen. Ach, Menno. Außer so ein kleines Stück von dem hier. Das werde ich hier aber auch noch anbringen. So. Und dann kommen meine Sprinkler noch drauf. Also einmal in dem Grün. Moos. Dann in mein Metallic Grün und einmal in Weiß. Upsala. Auf dem Schwarz sieht man diesen Moosgrün besser als auf der braunen Tüte. Aber ich glaube, das macht überhaupt nichts. Ich finde, dieses Moosgrün veraltert nochmal die Karte. So. Und dann noch mal das Metallic Grün. Und Weiß. Das ist jetzt ein anderes Weiß. Das ist vom Stempel ein Weißton. Ich hatte bei der Tüte Gesso Weiß genommen. Aber dieses Weiß geht auch.
So, ich verschmier das auch noch ein wenig, damit es doch etwas anders aussieht als auf der Tüte, aber das gleiche verwendete Material. Das trockne ich gleich und dann haben wir die Karte soweit fertig. Was ich aber jetzt noch gleich machen werde, ist den Umschlag verschönern. Ich trockne jetzt einmal, das wird laut. So. Ich hatte ja diesen Spruch genommen bei der Tüte und bei dem hier würde ich eigentlich eher einen anderen Spruch nehmen wollen. Ich hatte von Efko noch irgendwo so schöne Sprüche. Ich muss die jetzt mal hier finden. Ich habe das hier alles so voll gepackt hier. Hier habe ich das. Happy Birthday. Viele Herzenswünsche. Gratuliere. Ich denke mal, dieses ganz schlichte herzlichen Glückwunsch. Und auch auf weißem Cardstock. So, aus meinen Resten. Und dann mal eben. Acrylblock und Farbe. So. Und dann stempel ich das hier jetzt mal drauf. So. Das ist jetzt aber zu feste geworden. So, so ein ganz schlichtes, so eine ganz schlichte Schrift. Ganz schlichte Männerschrift. So, und dann noch ein Stückchen und zack. Das behalten wir auch so länglich wie auf der Tüte. Und dann schauen wir einfach mal, dass es hier drauf kann. Ich glaube, ich müsste das doch noch rechts und links etwas kürzen. Pi mal Auge. So. Ja, irgendwie so. Oder vielleicht auch schräg. Ne, schräg möchte ich nicht. Aber so. Das müssten wir dann auch mit Grau einmal einfärben. Das hatte ich irgendwo hier extra meine grauen Kissen liegen gelassen. Hier. Brauche ich jetzt auch gar nicht in die Farbe zu tunken, weil hier noch genug drauf ist.
So. Ich glaube, das sieht man jetzt sogar kaum. Nehme ich doch noch mal mein Grau raus. So. Na. So könnte ich das jetzt anbringen. Diese kleinen Formpads kriegt ihr auch bei der Bernadette. Dann nehme ich das jetzt mal, ich glaube doch in groß. Und beide außen. So, und dann können wir das hier drauf platzieren. Obwohl das könnte sein, dass es zu dick ist für den Umschlag. Das müssen wir mal gleich austesten. In der Mitte nehme ich jetzt noch mal ein klein. Ups. Falsch rum. So. Und dann würde ich sagen, fertig ist unsere passende Karte. Ich zeige euch noch einmal die Tasche. So, das wäre hier die Tasche und dazu die Karte. Genau. Ich denke, das passt ganz gut. Und hier haben wir einen weißen Umschlag und hier soll die Karte dann rein. Und die passt auch rein. Also zu dick ist es nicht geworden, das passt. Jetzt hole ich die Karte aber erstmal raus. Sie darf noch weiter an die Seite. Und bei der Farbe habe ich ja gesagt, dass wir die mal behalten, weil ich habe damit was vor. Und zwar möchte ich erstmal den Umschlag mit Grau einfärben. So. Und dann machen wir genau das Gleiche, also mit grünen Sprenkler drauf. Einfach, dass es interessant ausschaut. Nicht zu langweilig. Weiße Sprenkler ist natürlich Quatsch. Aber die grün Metallic sind kein Quatsch. Die machen wir da auch noch drauf. So. Alles heile. Das muss einmal trocknen, das wird jetzt noch mal laut.
Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich werde jetzt mal mit einem Zeger drüber gehen. So. Dann sieht der Effekt nochmal anders aus. Und nochmal föhnen. Und dann kann man hier ja eventuell die Namen raufstempeln. Oder einfach in die Ecke so einen herzlichen Glückwunsch, was ich wahrscheinlich auch mal eben stempel. Und meiner Meinung nach reicht das völlig aus. Das ist jetzt die Vorderseite, die Rückseite ist so. Wer mag, kann die natürlich auch nochmal verschönern, aber ich finde, muss nicht unbedingt sein. Ich habe hier jetzt so einen kleinen Fleck von dem, sagt schon. Der auf meine Matte raufgekommen ist. Jetzt habe ich den nochmal angefeuchtet. Und mach den mit einem Feuchttuch jetzt einfach mal so weg. Zauberei, meine Lieben. Trocknen. Und schon sieht man nichts von diesem Fleck. So, das ist dann mein fertiges Ergebnis für euch. Einmal der Umschlag, einmal die Karte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Und ja, viel Spaß bei euren Projekten. Ganz gutes Gelingen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.